Guten Tag. Ich heiße Alexander und wie heißt du? Heute geht es um die Aussprache bestimmter Buchstabenkombinationen. Wie in jeder anderen Sprache auch, werden bestimmte Buchstaben in der deutschen Sprache zusammen anders ausgesprochen, als würden sie alleine stehen. Fangen wir mit den Diphthongen an. Ein Diphthong, das sind zwei Vokale, die zusammen eine bestimmte Aussprache haben. Das EI stehen E und I zusammen, werden sie Ei ausgesprochen. Zum Beispiel das Ei, die Leiter, der Eimer. E und I zusammen, Ei. Das Ei, die Leiter, der Eimer. Der zweite wichtige Diphthong ist E und U zusammen. Das wird im Deutschen als Eu ausgesprochen. Die Eule, Europa, das Euter. Das hier ist das Euter. Die Eule, Europa, das Euter. E und U zusammen, Eu. Ä und U. Vielleicht erinnert ihr noch von der ersten Lektion, ein A-Umlaut ist Ä, zusammen mit U wird auch Eu ausgesprochen. Zum Beispiel die Häute. Die Häute ist Plural von Haut. Das ist die Haut. Zwei Mäuse. Das ist der Plural von Maus. Das ist eine Maus, zwei Mäuse. Ä und U zusammen, Eu, Mäuse. Und das Häuschen. Das Häuschen ist ein sehr, sehr kleines Haus. Die Häute, die Mäuse, das Häuschen. Ä und U zusammen wird immer Eu ausgesprochen. Ganz wichtig ist das SCH. Stehen SCH zusammen, werden sie im Deutschen immer sch ausgesprochen. Wie zum Beispiel im Englischen in shake, shut oder shift. Das Schwein, die Schweiz, schwanger. Das Schwein, die Schweiz, schwanger. Die Schweiz ist ein Land südlich von Deutschland. Auch Deutschland hat ein SCH in der Mitte. Das wird als Sch ausgesprochen. Das Schwein, die Schweiz, schwanger. S und T zusammen wird in über 90% der Fälle in der deutschen Sprache als Scht ausgesprochen. Das heißt, im Deutschen habt ihr nicht SCHT, es reicht ST. Und das ist dann Scht. Zum Beispiel Stuttgart, die Straße, das Stinktier. S und T zusammen, auch in der Mitte des Wortes, nicht nur am Anfang, ist Scht. Stuttgart, die Straße, das Stinktier. Stuttgart ist eine Stadt im Süden von Deutschland. Ich bin in Stuttgart groß geworden. S und P zusammen ist analog mit S und T zusammen. Es wird Sp ausgesprochen. S und P zusammen wird wie ein SCHP ausgesprochen. Zum Beispiel der Sport oder Spanien. Spanien ist ein Land im Süden Europas. Das Spiel. Der Sport, Spanien, das Spiel. S und P zusammen. C und H zusammen werden manchmal wie ein H ausgesprochen, wie zum Beispiel im Englischen. Hand, Hound, Hungry. Und manchmal wird es ausgesprochen wie ein H. Es ist also irgendwo zwischen H und Sch in der Mitte. H. Wie zum Beispiel die Kirche. Aber oder ich oder die Bücher. Ich, die Bücher, die Kirche. C und H zusammen wird sehr, sehr oft H ausgesprochen.
C und K, tauchen sie zusammen auf, ist einfach ein K. Zum Beispiel die Decke, die Zecke und das Stück. Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass wenn C und K zusammenstehen, wird der Vokal, der vor C und K steht, kurz ausgesprochen. Es ist also die Decke, nicht die Deke. Es ist die Decke, die Zecke, das Stück. Der Vokal vor C und K wird sehr, sehr kurz ausgesprochen. Die Decke, die Zecke, das Stück. Das TZ macht sehr, sehr vielen Nicht-Muttersprachlern Probleme. Es ist buchstäblich Z, sehr, sehr ähnlich wie das C oder das Z. TZ wird Z ausgesprochen, zum Beispiel der Schatz oder der Platz. Der Schatz, der Platz. TZ wird normalerweise wie ein Z ausgesprochen. Die Kombination TZT wird wie ein Z ausgesprochen. Jetzt. Also man hört erst ein Z und dann noch ein T am Ende. Jetzt. Das H, wenn es nicht am Anfang eines Wortes steht, sondern in der Mitte, wird nicht ausgesprochen. Das bedeutet, der Vokal davor, zum Beispiel hier das E hier und das E hier, wird lang ausgesprochen. Es ist stehlen, sehen, gehen. Es ist nicht stellen, säen oder gähen. Das H macht den Vokal lang, nachdem es steht. Stehlen, sehen, gehen. Steht ein E nach einem I, ist es genauso, wie wenn ein H nach einem Vokal steht. Das E hier wird nicht ausgesprochen. Es hat die Eigenschaft, das I lange auszusprechen. Zum Beispiel das Knie. Es ist nicht Knie, es ist das Knie. Dieses I wird lang ausgesprochen. Was auch sehr, sehr wichtig ist, stehen zwei Konsonanten identisch hintereinander. Wie zum Beispiel hier zweimal M oder hier zweimal S. Dann wird der Vokal vor diesem Doppelkonsonant kurz und geschlossen ausgesprochen. Es ist also kommen, kommen. Es ist nicht kommen oder koma. Es ist kommen. Ein geschlossenes, kurzes O vor einem Doppelkonsonanten. Oder essen, nicht essen, essen, ein kurzer Vokal vor einem Doppelkonsonanten. Kommen oder essen, zum Beispiel. Auf Wiedersehen.